Hallo, mein Name ist Markus Beersch und ich bin auf Twitter kürzlich mit der Challenge herausgefordert worden, in maximal 10 Minuten zu erklären und das am besten managementkompatibel, was der Unterschied zwischen Google Universal Analytics und GA4 ist, da ja jetzt alle vor dem Wechsel stehen oder zumindest vor der Entscheidung, ob man wechseln soll oder nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich mit 10 Minuten nicht viel anfangen kann, aber ich will es trotzdem mal versuchen und es nicht allzu technisch zu gestalten, weil es ja schon eine ganze Menge an Unterschieden gibt. Also grundsätzlich, um anzufangen, Google Analytics 4 ist ein völlig neues Tool. Es ist auch ein ganz anderes Tool. Es ist völlig neu entwickelt, hat nichts mit der alten Basis zu tun, ist also nicht das, was üblicherweise so ein Update ist. Man bekommt ein paar neue Funktionen, man braucht vielleicht einen neuen Tracking-Code und das war's dann. Sondern Google Analytics 4 ist ein anderes Tool mit einer anderen Oberfläche, mit einem völlig neuen Datenmodell. Vorbei ist es mit verschiedenen Hittypen, alles ist ein Event, man muss viele Sachen tatsächlich umstellen und neu denken. Sowas wie benutzerdefinierte Dimensionen und andere Dinge, die man vorher benutzt hat, um sein Tracking anzureichern, sind jetzt in der Form eigentlich nicht mehr da. Dafür gibt es einen Ersatz, aber man muss sich halt genau überlegen, kann ich das jetzt genau dafür nutzen, wo ich es vorher genutzt habe und wenn ja, wie mache ich das? Das heißt, da steckt eine ganze Menge Arbeit drin. Und für viele Leute auch eine große Hürde ist das Thema, dass es keine Filter und verschiedene Datenansichten mehr gibt. Das halte ich jetzt persönlich gar nicht für das große Problem, weil auch das irgendwie mal lösbar ist. In vielen anderen Tools gibt es das sowieso nicht und da muss man es auch immer irgendwie anders lösen. Insofern, ja, das ist ein Unterschied, für mich aber nicht so wesentlich. Viel wesentlicher ist eben, dass es ein ganz anderes Tool ist, was ganz viele Hürden mit sich bringt. Also eine der Haupthürden, die ich sehe, ist eben, die völlig andere Oberfläche. Natürlich geht es immer noch um Besucher, um Seitenaufrufe, um Ereignisse, um Conversions, Transaktionen und so weiter. Aber die ganz andere Oberfläche macht es schwierig, sich da zurechtzufinden, wenn man ein Umsteiger ist. Und das Tool an sich ist so komplex geworden unter der Oberfläche und auch teilweise noch relativ verwirrend, dass man damit nicht so gut zurechtkommt als Neueinsteiger, also selbst ohne Universal Analytics vorbelastet zu sein, wie das vorher bei Universal Analytics vielleicht der Fall gewesen ist. Also man konnte da relativ einfach einsteigen. Klar konnte man da auch viel falsch machen, aber man hat auch in Eigenregie Nutzen draus ziehen können. Das ist bei GA4 in völliger Eigenregie, finde ich, sehr, sehr schwierig und erfordert deswegen auch entsprechenden Schulungsaufwand und so weiter. Also der Umstieg an sich ist mit Schmerzen verbunden. Es gibt halt nicht die gleichen Funktionen, vielleicht sind einige Dinge, die man gewohnt ist, nicht mehr da oder an völlig anderer Stelle. Es gibt Unterschiede bei den Schnittstellen, die da abgedeckt werden. Ja, man kann immer noch mit Google Ads zusammenarbeiten, was eine der Stärken von Google Analytics schon immer war und auch von GA4 ist und sein wird. Aber das Ganze funktioniert eben teilweise ein bisschen anders. Was auch dazu gehört, ist, glaube ich, etwas, was gar kein großer Unterschied ist, sondern eine falsche Erwartungshaltung. Nämlich, dass man jetzt mit Google Analytics 4 gewappnet ist für das cookielose Zeitalter oder dass man damit automatisch irgendwie eine Möglichkeit hat zu tracken, ohne dass es irgendwelche Zustimmung gibt. Man hat immer so dieses Gefühl, der viel zitierte Consent Mode, den es da gibt, der verspricht einem dann eben Daten auch ohne Consent. Und das stimmt nur sehr, sehr bedingt. Insofern muss man das vorsichtig betrachten. Also wer auf einer Suche ist nach einem Tool, mit dem man dann jetzt im Zeitalter von Consent und so weiter alle möglichen Daten sammeln kann, vielleicht auch ohne Zustimmung, der ist bei GA4 im Prinzip zumindest mal so, wie es standardmäßig aufgesetzt wird, an der falschen Adresse. Das ganze Tracking muss also, da es eben auch jetzt anders läuft, muss umgebaut werden. Damit ist Schmerz verbunden. Ne? Also vorher hat man vielleicht einen Tracking-Code ausgetauscht oder ein paar neue Funktionen genutzt und eingebaut. Jetzt muss man wirklich das ganze Tracking neu aufbauen. Das ist viel Arbeit und natürlich auch eine Chance. Das will ich jetzt hier nicht totreden, aber in jeder von diesen mit Schmerzen herbeigeführten Veränderungen steckt halt auch immer eine Chance. Damit auch zu anderen Vorteilen, die es gibt. Also nicht nur, dass man sein Tracking nochmal neu aufbauen muss und dabei die Sachen besser machen kann, sondern es gibt eben auch klar nicht von der Hand zu weisende Vorteile, die aber nicht für jeden gleich relevant sind. Wer zum Beispiel auch eine App hat, für den ist es halt wichtig, auch App und Web zusammen zu messen und genau das ist das, was dieses vereinfachte, neue, erweiterte Eventmodell von Google Analytics 4 eben auch ermöglicht. Das ist ein super Vorteil, wenn man eine App hat. Wenn man allerdings keine App hat, bringt einem das jetzt nicht so super viel. Was jedem was bringt, ist zum Beispiel das Thema weniger Sampling.
wer in Universal Analytics mit vielen Daten gearbeitet hat oder häufiger mal weitere Dimensionen hinzugefügt oder benutzerdefinierte Reports gebaut hat, der weiß, dass Sampling ein echtes Problem in Universal sein konnte oder kann immer noch und dass teilweise Reports auch ewig geladen haben oder vielleicht auch gar nicht fertig geladen werden konnten. Dann musste man dann den Zeitraum verkleinern oder was weiß ich. Das ist in Google Analytics 4 wirklich deutlich besser geworden. Und wem das nicht ausreicht, der hat eben auch jetzt viel einfacher als vorher die Möglichkeit, sich mit seinen Rohdaten auseinanderzusetzen. Google Analytics 4 bietet einen integrierten und auch für jeden verfügbaren und nicht an irgendwelche kostenpflichtigen Versionen gebundenen Export für Google BigQuery. Wer Google BigQuery nicht kennt, der kann sich das vorstellen wie eben eine große Datenbank. Ich will jetzt nicht von Big Data reden, sondern eine für große Mengen ausgelegte Datenbank, die auch kosteneffizient Abfragen erlaubt und so weiter. Die ist also für die erweiterte Datenanalyse und für das Halten von vielen Massenrohdaten eben speziell gemacht und darauf kann man auf der Google Cloud Plattform ganz tolle Sachen machen. Man kann eigene Modelle darauf trainieren und anwenden, eigene Vorhersagen treffen und all dieses tolle Zeug. Das will ich auch gar nicht absprechen, das ist super für jeden, der dafür Ressourcen hat. Das ist halt nicht jedermanns Sache, aber wer das sowieso schon tut oder der jetzt extra für Geld ausgibt, für den ist das möglicherweise auch ein echter Vorteil. Und auch neue Schnittstellen werden halt jetzt künftig nur noch für Google Analytics 4 hinzukommen. Das hat jetzt schon angefangen. Es gibt erste Schnittstellen, die es nur für Google Analytics 4 gibt und das wird mit Sicherheit auch so weitergehen. Damit stellt sich natürlich die Frage, muss ich da jetzt umstellen oder nicht? Oder was habe ich davon, wenn ich dieses BigQuery überhaupt nicht nutzen kann? Ja gut, in Google Analytics steckt zum Beispiel auch eingebaut das Thema Machine Learning. Das heißt jetzt nicht, dass es besonders transparent ist, welche Conversions wirklich gemessen wurden zum Beispiel und welche modelliert wurden, weil die sieht man eigentlich beide gleichwertig und nicht voneinander differenzierbar in seinen Reports in Google Analytics 4, weil es für ein Zeitalter gebaut ist, in dem man eben nicht mehr alle möglichen Daten sammeln kann. Sei es Zustimmung, obwohl da der Consent-Mode meines Erachtens nicht der richtige Ansatz ist, als eben auch dieses ganze Thema Browser-Tracking-Schutz und sonstigen Schnickschnack. Es gibt tausend Gründe, warum Daten halt nicht in der Webanalyse ankommen. Und deswegen ist sowas wie das Füllen der Lücke durch maschinelles Lernen, durch wie auch immer, also irgendwie geartete Berechnung dessen, was sich da in der Lücke wahrscheinlich befindet, das wird uns alle irgendwann befassen, egal mit welchem Tool wir arbeiten. Und wer sich eben keine eigene Data Science leisten kann, die das dann bringt, für den ist es eine gute Nachricht, dass Machine Learning halt in Google Analytics 4 auch eingebaut ist. Alles in allem hat das Ganze aber viel mit Schmerzen zu tun, weil man halt diesen Umstieg jetzt sowieso machen muss. Man kann doch nicht mehr rauszögern, das Todesdatum von Universal ist bekannt und die Zeit drängt so ein bisschen. Das heißt, man muss sich jetzt daran machen, sich die Fragen zu beantworten, was brauche ich überhaupt? Ist Google Analytics 4 die richtige Antwort oder ein anderes Tool oder ein Konglomerat von verschiedenen Tools oder wo will ich überhaupt jetzt hingehen? Und um diesen ganzen Kram zu vereinfachen, habe ich auch, ich sag mal, so ein Erste-Hilfe-Paket für alle GA4, potenziellen GA4-Umsteiger gemacht. Alles, was ich hier jetzt erzählt habe, wird dann nochmal zusammengefasst in einem Blogpost. Ich habe einen zu dem Thema, wie finde ich raus, ob GA4 oder ein anderes Tool oder welches Tool für mich die richtige Lösung ist. Und wenn es denn GA4 ist, dann auch, wie man das Tracking, was man jetzt vielleicht schon sehr aufwendig verbaut hat für Universal Analytics, wie man das fit macht, um auch mit GA4 zu arbeiten, ohne es einfach nur umzustellen, damit aus altem, gewachsenem Universal Analytics Mist nicht neuer, moderner Google Analytics 4 Mist wird. Okay, damit bin ich unter den 10 Minuten geblieben. Challenge geschafft, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es, wenn das Ganze tatsächlich jemandem hilft, zu verstehen, warum Google Analytics 4 mehr ist als nur so ein einfaches Update. Wenn es dazu noch Fragen gibt oder sonst was, das ist genau mein Geschäft. Insofern gerne bei mir melden und wir werden mit Sicherheit irgendwie was finden. Alles klar, vielen Dank.